Hallo, hier geht es jetzt um ein PC-Oszilloskop und zwar um das USB-Oszilloskop Hantec 6022BE. Das ist das, kommt in so einem firmenformschönen Paket und wenn man sich anschaut, was drin ist, dann findet man schon, dass alles dabei ist, was man eigentlich braucht für den Betrieb von so einem Ding. Also da sind zwei Tastköpfe dabei, die im selben Frequenzbereich bespielen, wie das Ding eben auch. Das ist nämlich hier bis zu 20 Megahertz, wie hier steht. Gut, dann haben wir hier eben das Gerät. Jetzt klappert es ein bisschen. Ups, ja, das ist so eine Kiste hier mit auf dieser Seite hier dem USB-Eingang und an der Seite hier eben die beiden Kanäle, gelb und blau. Und hier das für der Ausgang für das Kalibriersignal. Ein richtiger Signalgenerator ist im Gegensatz zu anderen Systemen nicht drin. So, anschließen. Gut, selbsterklärend, nicht? USB, USB. Und das war das im Prinzip. Entscheidend ist natürlich, welche Software darauf läuft. Da ich auf Linux arbeite, muss ich mich hier der OpenHantec-Software bedienen. Die findet man auf GitHub hier. Und zwar tatsächlich hier OpenHantec 6022. Das ist ein Derivat von dem nicht mehr weiter gewarteten OpenHantec, das mehrere PC-Oszilloskope unterstützt. Entscheidend, ja, runterladen und installieren. Entscheidend ist, dass man, ich zeige das mal gerade hier, die Datei etc udev rules 60 Hantec hier irgendwie mit installiert, die nämlich und dann entsprechend auch den USB-Controller neu startet. Die sorgt dafür, dass man die entsprechenden Rechte hat, um überhaupt dieses PC-Oszilloskop betreiben zu können. Gut, wenn man das installiert hat, findet man hier als OpenHantec das Ding da drin. Es sollte eigentlich starten, genau, wenn es erkannt wird. Das ist die Oberfläche. Sieht typischerweise so aus, wie solche PC-Oszilloskope oder solche Oszilloskop-Oberflächen aussehen. Dann legen wir mal gleich los hier mit der Messung. Das ist das Gelbe. Gelb geht natürlich an den Kanal 1. So, angeschlossen. Masse spare ich mir und gehe mal an das Kalibriersignal. Das Kalibriersignal kann ich hier vorgeben als Kalibriersignal und dann nehmen wir natürlich die typischen 1 Kilohertz. So, dann muss ich die Zeitbasis noch passend ändern. Hier auf etwas länger dauern. So, und dann sieht man eben auch, dass da ein paar Signale da durchkommen. Ich schiebe mir den Kanal mal ein bisschen weiter runter, damit man auch ein bisschen mehr sieht hier. Das kann man alles mit dem Windows bedienen. Und schriebe den Quatsch, den Trigger-Level auf ein entsprechendes Niveau, sodass der auch entsprechend triggert und gucke mir nochmal das Signal an. So, normalerweise muss ich die Probes jetzt abgleichen. Und das mache ich einfach auch mal zur Übung. Hier, genau, da ist der Trimkondensator. Und dann sieht man, wie man hier die entsprechenden Spitzen bzw. die Abflachung und damit eben den kapazitiv wie resistiven Spannungsteiler richtig einstellt. So, das habe ich hier jetzt einmal gemacht für den einen Kanal. Ich mache das noch für den anderen Kanal. Zack. Ich muss natürlich den Trigger umstellen hier auf die andere Triggerquelle. 2. So, ist auch gemacht. Und entscheidend ist natürlich, dass ich auch hier auf 10-fach Probe gehe. Ich kann natürlich auch hier umschalten auf 1 zu 1. Dann ist der resistiv-kapazitive Spannungsteiler natürlich nicht in Kraft und ich habe auch nicht die maximale Signalintegrität, sondern eben die maximale Empfindlichkeit, weil ich keinen Spannungsteiler mehr dabei habe. So, auch hier Trimkondensator suchen und ein bisschen dran drehen, bis ich es was denn da bis ich's richtig eingestellt habe. So, glaube jetzt ist ganz gut. Okay, so und halt, da ist er wieder verrutscht. Sieht schon, es gibt auch bessere. Ja, vor allen Dingen könnte man auch andere Schraubenzieher nehmen.
Wir hoffen, dass es jetzt einigermaßen bleibt. Na, schön, es ist immer noch nicht so richtig. Jetzt lassen wir es so. Gut, wir können das Ganze hier auch in der Frequenz hochdrehen und im Prinzip hier dieses Kalibriersignal als Eingangssignal verwenden. Damit man da sinnvoll was sieht, muss man natürlich die Zeitbasis runterdrehen. So, wir haben jetzt hier ein Kalibriersignal von 100 kHz beispielsweise eingestellt. Mehr kann er nicht. So könnte man das Gerät jetzt auch als Signalgenerator verwenden. So, wollen wir aber gar nicht. Drehen die Zeitbasis mal wieder hoch und verwenden nochmal wieder das bekannte Audacity als Signalgenerator. Da erzeugen wir uns hier mal wieder ein Sinus mit 1000 Hertz und daneben klicken gerade ein Rechteck. Ich nehme mal das normale Rechteck mit Überschwingern hier und machen daraus eine Stereospur und lassen es abspielen, in der Hoffnung, dass es jetzt auch am richtigen rauskommt. Ich habe hier wieder diese Analogschaltung, das sind einfach nur die Spannungsteiler. Zwei Widerstände hier, 1 Kilo Ohm Widerstände, die einfach nur die Spannung halbieren. Ich gehe mal an die Masse ran. So und so. Und beim anderen spare ich mir die Masse, die einfach nur so an den Widerstand. Die einen. So, jetzt wollen wir hoffen, dass wir schon ein Ausgangssignal haben. Haben wir auch ein Rechteck und einen Sinus. Ich trigger mal auf das Rechteck. Schiebe mir den Triggerlevel an die richtige Stelle. Schiebe mir den Kanal dahin, wo ich ihn gerne haben möchte. Und den anderen auch da, wo ich ihn gerne haben möchte. So, und da habe ich im Prinzip genau das, was mir so vorschwebt. Ich kann jetzt hier, indem ich beispielsweise hier die Cursor ein- und ausschalte, da auch verschiedene Messungen machen. So, gehen wir aber von der einen Spitze hier bis hier runter. Und dann können wir hier ablesen. Das sind 1,45 Volt und das dauert 1,031 Millisekunden. Ich kann hier einfach zwei Marker schieben. So, dass ich mal auf zwei Perioden oder anderthalb Perioden. So, zwei Perioden. So, da haben wir dann eben 2 Millisekunden. Oder ich kann auch hier den zweiten nehmen. Jetzt können wir hier die Messung an dem auch vornehmen. Sinus triggert sich immer ein bisschen schlechter. So, haben wir beispielsweise 1,19 Volt, Spitze, Spitze und 1,038 Millisekunden. Gut, soweit dazu. Gleichzeitig ist noch ein Spektrumanalysator hier mit eingebaut. Das aktiviere ich hiermit. Ich mache mal beide an und sehe dann eben hier, dass ich hier den SP1 hier unten habe in braun. Da muss ich die Zeitbasis noch ein bisschen, Frequenzbasis noch ein bisschen ändern. Drehe ich mal runter. Ich bin hier irgendwo im Kilohertz-Bereich. So, und dann kann ich den hier auch wieder etwas höher schieben, beziehungsweise ich skaliere einfach mal anders, auch auf 20 dB. Und muss das Signal natürlich wieder neu starten hier. So, da ist es. Gleichzeitig den blauen hier. SP2 habe ich hier unten. Sieht man ganz klar. Ah, ich mache den Trigger mal wieder auf Kanal 1. Steht ein bisschen schöner das Bild. So, sieht man ganz klar, dass wir hier unterschiedliche oder vielfache Peaks haben. Das entspricht eben genau dem, was wir eben vom Rechteck erwarten würden. Und hier beim Sinus haben wir nur den einen Peak. Die sind hier ziemlich fett, weil wir auch nur wenige Perioden hier drin haben. Wenn wir hier die Zeitbasis höher drehen, sieht man gleich, dass wieder da auch schmalere Peaks dabei rauskommen. Ich schiebe das noch ein bisschen an die Seite, dass man ein bisschen besser sieht. So, und dass die Auflösung besser wird. Wir haben ganz klar hier die Aliasing-Effekte. Das sind im Prinzip die Überschwinger an der Stelle hier, die da drumherum schwingen. Gut, so. So viel zu diesem Thema zunächst. Was ich hier noch zeigen möchte, ist auch ein bisschen Protokollanalyse, was man mit dem Handtech auch machen kann, allerdings mit einem etwas anderen Programm. Dazu habe ich hier mal einen, so einen einfachen UART Converter Pegelwandler vorgenommen. Da sind im Prinzip nur zwei Potentiometer drin. Hier, und dann ist hier der Masseanschluss drin und der RX und der TX. Die Schaltung dieses Dings, liegt sie mal hier neben, ist diese hier. So, sieht man sie wahrscheinlich ganz gut. Also alle Verbindungen sind einfach so durchgeführt worden, bis auf eben zwei
und 3 und Ground, die wir brauchen. Und zwar sind einfach nur über das Poti. Ich glaube, ich habe 10 Kilo Ohm genommen, damit ich die Leistung nicht zu sehr belaste, die Leitung nicht zu sehr belaste. Über einen 10 Kilo Ohm Poti zur Masse sind eben einfach die Signale TX und RX rausgeführt hier. Und an die Stelle packe ich gleich die Messspitzen, damit ich hier zwei RS-232 Stellen verbinden kann. Brauche ich natürlich ein Crossover, das ist aber im Kabel gemacht und nicht in dem Adapter, der hier vorliegt. So, ich lasse ihn einfach mal da liegen, räume diesen Analogkram hier etwas an die Seite, damit er nicht weiter stört. Okay, so, und dann schließe ich das eben einfach hier mal an. So, da und da und den hier auch. Da sieht man jetzt natürlich zunächst mal nichts, außer dass die hier so ein bisschen in der Masse wegschweben, hier die Teile. Das gefällt mir nicht so gut. So ist es nun mal. So, ich drehe den mal ein bisschen höher, schalte hier auch mal eine andere 5 Volt Pro Division, andere Skalierung ein und die Spektren brauche ich im Moment nicht mehr. Hole ich mir auch da, ja, das mache ich auch, skaliere ich auch anders auf 5 Volt. So, dann lege mir das hier unten irgendwo hin. Gut, jetzt müsste ich mal gucken, dass ich den Trigger-Level hier auf Kanal 1 habe und ein bisschen über dem Null-Niveau. So, gleichzeitig brauche ich jetzt noch hier gerade mal die Mini-Coms, beziehungsweise hier die Terminals. So, ich nehme das Terminalprogramm Mini-Com, ich mache 9600 Baud und das ist der TDY USB 0. Läuft. Und hier nehme ich den TDY USB 2. Der USB 1 ist das Handdeck. Läuft auch. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sieht man, dass es hier blau wird, beziehungsweise das F, das ich gedrückt habe, da auf der Seite erscheint. So, andersrum genauso. Wenn ich hier drauf drücke, wird es hier, da hat man schon was blitzen sehen, wird es hier blau und das F erscheint hier. Gut, jetzt drücke ich einfach mal das A. Muss zusehen, dass ich hier den richtigen Pegel hinkriege, also irgendwie so einen 5 Volt TTL-Pegel, den man dann hinterher gut logisch analysieren kann. Dazu muss ich aber hier die Zeitbasis noch mal ein bisschen verkleinern, damit man auch ein bisschen was sieht. Genau so. Und den Triggermodus mache ich mal auf Normal. Dass sie mir das auch dahin schreiben. Man sieht hier jetzt auch, dass sich die, wenn ich unterschiedliche Tasten drücke, sich was ändert. So, jetzt muss ich mal gucken, das ist der gelbe, das ist dieser Anschluss hier, dass ich den im Level richtig. So, den kann ich jetzt hier ein bisschen drehen. Halt, das war jetzt der blaue. Egal, also. So, wenn ich den jetzt hier drehe, sieht man, wie er kleiner wird. Das funktioniert jetzt nicht mehr richtig. So etwa ein Kästchen müsste das haben. Gut, haben wir erreicht. Jetzt gucken wir uns noch den anderen an. Dazu schieben wir das mal hier ein bisschen weiter an die Seite, gehen auf den anderen Kanal und nehmen als Triggermodus den Kanal 2. Man da auch ein bisschen was sehen. So, da ist das Signal. Das muss ich jetzt nochmal. Ja, es passt da eigentlich schon, aber ich regle es nochmal nach. So, so wird es kleiner, so wird es wieder größer. Ein bisschen größer schadet nicht. Wir wollen aber auch den Eingang nicht kaputt machen. Gut, so, somit haben wir jetzt die Pegel einigermaßen vernünftig eingeregelt. Das Handtick kann ich für die Protokollanalyse, das Open-Handtick-Programm kann ich für die Protokollanalyse so nicht verwenden. Den Audacity brauche ich auch nicht mehr. Was ich verwende, wird Sigrok sein. Das ist ein Programm zur Protokollanalyse, wo man zum Beispiel auch sehen kann, welche Hardware hier unterstützt wird. Wenn wir da mal auf Oszilloskops gehen, dann finden wir hier schon das, was wir jetzt gerade haben, das Handtech BE 6022 BE. Und können wir starten oder starten wir über. So, war schon gestartet über das App-Image. Ich lade runter das einfach nur das App-Image. Das ist das einfachste für Debian-basierte Systeme. Da können Sie jetzt hier über PulseView 042 64-Bit und dann wird hier ein App-Image runtergeladen machen. Und das kann man einfach, nachdem man das aufführbar gesetzt hat, starten. Und dann geht das eigentlich schon los. Genau. Den lösche ich hier nochmal, weil ich den gleich noch dazu packe. Ich habe hier die beiden Kanäle, die sind ein bisschen klein hier.
Ich weiß in etwa, was ich machen will. Ob sich ein Mega-Sample ist schon okay, aber es reicht, wenn ich mit 20 Kilohertz abtaste. So, jetzt hole ich mir das Signal wieder hier noch, das Fenster nach vorne. So, dass ich die beiden relativ schnell zwischen denen wechseln kann. Ich kann nämlich leider, das ist ein bisschen der Nachteil bei dem Ding hier, nicht triggern. Und dementsprechend starte ich hier jetzt und dann mache ich ein paar Tastendrücke hier. Oder da. Und dann müsste der auch irgendwas gesammelt haben. Hoffen wir mal. So, da sind Daten da. Ich kann hier auch jederzeit reinzoomen. So, und dann finde ich jetzt hier schon ein paar Daten. Kann mir hier bei dem Kanal 2 mit der rechten, mit der linken Maustaste definieren, dass ich das hier in eine Logik umwandeln möchte. Also ich kann eine ganze Menge einstellen, auch wie groß die Unterteilungen hier sein sollen und so. Aber auch eben, dass ich das in ein Logiksignal umwandeln möchte, mittels Schwellwert. Ich habe jetzt den durchschnittlichen Signalpegel genommen. Manchmal muss man da ein bisschen tricksen, wie das geht. So, und jetzt baue ich mir darauf hier eine Protokollanalyse auf, mache also einen Protokolldecoder, füge ich zu. So, da sieht man, das ist das Tolle hier, den ganzen Stall voll dieser Dinge, also I2 C-Bus und was weiß ich nicht alles. Und irgendwo hier unten kommt der UART, den wir haben. Den wählen wir mal. Jetzt müssen wir den nur noch verbinden hier. Das brauchen wir nicht mehr. So, müssen wir den nur noch passend verbinden. Machen wir von oben nach unten, egal was jetzt R, also RX ist einmal RX und einmal TX. Die Geschwindigkeit, die wir hier haben, ist die 9600 Baud. So, also lassen wir es auch einfach erst einmal. Und dann sehen wir hier schon, dass er jetzt meint, was gefunden zu haben. Ein Startbit. Und ist das richtig? Ein Startbit und ein Stopbit hier an der Stelle. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Gucken wir mal hier. Er nimmt das erste Low Level als Startbit. Ich denke mal, dass wir hier noch ein Invert RX machen müssen. Und Invert TX. Das sieht schon besser aus. Dann nimmt er nämlich den ersten High Level. Und ja, dann können wir mal gucken, was hier rausgekommen ist. Das heißt also, hier ist die 6.4. Gefunden worden. 6.4, gucken wir mal nach, was das in der ASCII-Tabelle ist. Die ist hier auch irgendwo schon offen. 6.4 Hex ist das D. Das kann gut sein, dass ich das gedrückt habe. Ich gucke gleich mal nach. Na, ich sehe es jetzt nicht mehr, weil das nicht mehr richtig rein. Ich nehme gleich mal definierte Zahlen oder definierte Werte, die ich drücke. So, prinzipiell könnte das jetzt also so schon funktionieren. Gucken wir mal, ob er auf dem anderen Kanal auch was gefunden hat. Genau, da hat er auch schon irgendwas. Hier ist es jetzt die 6.1. Okay, gut. Ich drücke jetzt nur noch 1, 2 und 3. Starte wieder. Ups. Gut, schauen wir mal nach. Das ist also die 3.1, die er da gefunden hat. Und die 3.2, die er da gefunden hat an der Stelle. Und wenn wir in der ASCII-Tabelle gucken, dann sind das 3.1 und 3.2, 3.1, 3.2, gerade die 1 und die 2. Das heißt also, mit dem SIGROC bin ich in der Lage, hier Protokolle, auch mehr sinnvolle, in Anführungsstrichen, Daten aus den Protokollen zu analysieren. Gut, so, das erstmal ganz grob zur Niederfrequenzanalyse und zur Protokollanalyse. Ich schiebe noch eines nach, nämlich, was ist wirklich die Bandbreite von diesem Handtag hier? Dazu mache ich den mal wieder zu. So, und gehe wieder in das Oszilloskop rein. Schauen wir mal. Gut, so, also auch den Protokollanalysator brauche ich jetzt nicht mehr. Den schmeiße ich mal an die Seite. Brauche jetzt auch nur noch einen Kanal eigentlich. Und was ich hier jetzt verwenden werde, ist hier so ein Mini-VNA. Es ist eigentlich ein Gerät, das von 1 MHz bis 3 GHz im Hochfrequenzbereich messen soll. Ich habe gerade keinen anderen Signalgenerator hier, der sinnvoll hohe Signale, Frequenzen, Frequenzen, sinnvoll hohe Frequenzen liefert. Schließen wir einfach mal an. So, und da kommt natürlich jetzt noch gar nichts. Den müssen wir auch gerade starten hier. Das geht mit
da es ein Java-Programm ist, Java, wo das jetzt gibt, sage ich nicht mehr so richtig. So. Da ist es, er ist noch nicht kalibriert. Kalibrieren wollen wir auch gar nicht so richtig. So, dann ist es angeschlossen. USB 1 prüfen. Ja, da ist er. Okay, übernehmen. So, jetzt müssen wir den hier noch gerade abgleichen, einen Abgleich erzeugen. Okay, einfach nur einlesen. Und dann brauche ich eigentlich nur den Signalgenerator. Also will man ein Signal von 1 MHz hier erzeugen. Gebe den mal on air. Und dann sehe ich schon im Hintergrund hier läuft. Das brauchen wir jetzt gar nicht. So, das so, sehe ich schon im Hintergrund mein 1 MHz Signal. Macht die Zeitbasis hier mal noch so ein bisschen kleiner, 500 Millivolt. Da können wir uns auch ruhig mal 200 Millivolt geben und dann verschieben wir ihn mal. Dafür machen wir dann die Kanal 2 aus. So, wer will, kann sich ja noch hier das SP1 gönnen. Da brauchen wir aber eine andere Frequenzbasis. So, da haben wir das Megahertz-Signal. Oh, ja, 1 MHz reicht ja. So, gönnen wir uns hier. Ach, die Skalierung lassen wir so, wie sie ist. Wir sehen 1 MHz-Signal. Wir sehen schon, dass das ein bisschen zittrig ist. Wir haben jetzt eine Sample Rate von, gönnt mir 24 bis zu 30 Mega Samples pro Sekunde. Die kriegt man nicht immer. So, und da ich in der Frequenz noch höher gehen will, gehe ich hier mal runter. Na, bleiben wir erstmal bei den 100, 200 Nanosekunden. Ich möchte hier noch die Spitze-Spitze-Wert hier noch messen. So, 800 Millivolt sind das. Und jetzt drehe ich mal die Frequenz hoch. Oh, das passt immer noch so ein bisschen, noch in etwa. Und da sehen wir jetzt schon, jetzt wird es ein bisschen schwierig hier mit der Abtastung. Also das sieht jetzt auch nicht mehr so richtig schön nach Sinus aus. Vielleicht kann man es noch ein bisschen schöner triggern, aber das wird auch nichts mehr. Und jetzt sehen wir, dass das Signallevel doch enorm fällt und dass auch die Signalintegrität eigentlich nicht mehr gegeben ist. Und wenn wir jetzt in der Frequenz noch höher gehen, naja, gut, Triggerlevel können wir noch nachziehen. Aber wir sehen, dass wir hier so mit 10 Megahertz, auch wenn wir jetzt hier die Zeitbasis runterdrehen, gar nicht mehr so richtig glücklich werden. Das ist irgendwie Kraut und Rüben, aber kein Sinussignal mehr. Und auch in der Signalamplitude sind wir deutlich runtergegangen. Können uns hier nochmal 20 gönnen. Also das ist jetzt keine 20, das ist noch ein Aliasing dahinter. Da ist schon nicht mehr richtig unterabgetastet worden. So, gehen wir hier noch ein bisschen runter. Sieht man übrigens auch hier an dem braunen Ding, wenn ich das hier auf 20 drehe, dann wandert er nach unten. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, und nicht nach oben. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir hier eigentlich unterabtasten. Dass wir also jetzt hier, was weiß ich, pro Periode eben keine 2 Abtastpunkte mehr haben, sondern deutlich weniger. Und das kann natürlich auch nur so sein, wenn wir hier mit 20, 24 Megasamples pro Sekunde arbeiten und 20 Megahertz damit abtasten wollen, dann kann das Ganze nur unterabgetastet sein. So, wir gehen mal wieder runter auf das Signal, das uns noch gefallen hat. Hier so 1 MHz. Schalten hier, damit es schön aussieht und wir mit einem schönen Bild schließen können. Das Ganze nochmal auf vielleicht eine Zeitbasis von 1 Mikrosekunde. Dann haben wir nämlich genau eine Periode drin. Das sieht gut aus. Damit kann man auch noch sinnvoll arbeiten. Also bis zu 1 MHz, vielleicht 2, kann man mit dem Handdeck gut arbeiten. Mit den 20 Megahertz, das funktioniert so nicht. So, damit schönen Dank und bis zum nächsten Mal.